Eine neue News-Sendung steht an und heute habe ich einige neue Infos zum Warcraft-Film und es gibt Gerüchte, wann die nächste World of Warcraft-Erweiterung kommt. Seid gespannt. Aber fangen wir erstmal an mit den Zeitwanderungen. Und zwar soll es da bessere Beute geben. Um genau zu sein, kann man einmal pro Event-Wochenende, wo eine Zeitwanderung stattfindet, was nächstes Wochenende übrigens wieder der Fall ist mit den WOTLK-Instanzen, da wird man dann halt, wie gesagt, einmal pro Wochenende so eine Kiste bekommen können, in denen dann Höllenfeuer-Zitadelle-Items sind vom normalen Schwierigkeitsgrad. Also wir können also bis zu 705er Items da rausholen und das ist ja mal nicht schlecht, oder was sagt ihr? Kommen wir dann zum ersten Mal zum Warcraft-Film. Wir werden noch einige News dazu haben. Es ist eine Teaser-App zum Film erschienen, und zwar im App Store und im Google Play. Ja, Store auch, oder wie auch immer man das Ding nennt. Das ist so ein 360-Grad-Video, nenne ich es mal, in dem man auf einem Greifen über Sturmwind hinwegfliegt und sich dann selber halt so ein bisschen umsehen kann und in alle Richtungen gucken kann. Ist ganz nett gemacht, da kann man sich Sturmwind ein bisschen angucken. Es gab ein paar Leute, die gemeckert haben, dass ja, das ein bisschen größer ist als in World of Warcraft selber und so, aber ja, mein Gott, ist halt erstmal nur ein Teaser, kann man sich angucken. Ich finde es ganz nett. Wie findet ihr es? Bleiben wir einmal kurz beim Film, denn da gab es jetzt auf der Comic-Con dann ein Poster, beziehungsweise zwei Poster, eins von Durotan und eins von Lothar, glaube ich. Fand ich ganz nett, wo Lothar ein bisschen komisch Durotan ein bisschen komisch aussieht, finde ich, aber naja, mein Gott. Ihr könnt euch das Ganze auch nochmal auf der Webseite angucken, da habe ich die verlinkt, die Bilder, und schreibt mir dann gerne mal, was ihr davon haltet. Ansonsten wird es mit dem Film, der startet ja planmäßig dann im Sommer, im Juni, um genau zu sein, 2016. Das wird wohl klappen, weil es sind nur noch 10 VFX-Aufnahmen oder Effekte zu machen. Und das schafft man innerhalb von diesem einen Jahr dann wohl doch ganz gut. Deshalb sind da die Leute doch noch recht zuversichtlich. Duncan Jones würde übrigens gerne ja noch Fortsetzung machen, eine Trilogie, um genau zu sein. Legendary Pictures hat gesagt, ja, gucken wir mal, wie der jetzt läuft, wenn der gut ankommt, und so kann man darüber reden. Also fleißig reingehen, fleißig vielleicht auch die DVD oder Blu-ray dann kaufen, und dann kriegen wir vielleicht noch zwei oder drei Filme, die wir uns dann später nochmal angucken können. Kommen wir einmal kurz zur Lore von World of Warcraft, und zwar wurde da Warcraft Chronicles Volume 1 angekündigt. Heißt, es wird eine Serie, und da in diesen Büchern wird dann so ein bisschen immer die Grundgeschichte erzählt. In Band 1 geht es dann halt um die Entstehung des Warcraft-Universums. Und da sollen wohl dann auch ein paar Artworks drin sein, die so noch nie veröffentlicht wurden. Und es soll wohl einige Lücken dann geschlossen werden, die man ja einfach nicht bekommt, wenn man nur die Bücher liest. Ist also auch für Leute, die sich dann mit der Geschichte sowieso dann ja beschäftigen, doch noch interessant, weil dann noch mal ein bisschen Mehrwert dann dabei ist. Ich finde es ganz cool, ich werde es mir wahrscheinlich kaufen, weil ich nie weiß, wo man da so mal anfangen sollte mit der Geschichte. Aber das ist, denke ich mal, ein guter Einstieg. Mal sehen, wie es dann wird. Und einmal zum Schluss die Spekulation zum nächsten World of Warcraft Addon. Und zwar wurde jetzt ja, die Aktienpreise bzw. der Aktienwert von Activision Blizzard wurde von 25 auf 30 Dollar pro Aktie angehoben. Grund dafür, ja, da wurde halt gesagt, zum einen ist es das nächste StarCraft-Addon, was kommt nächstes Jahr, dann ist es Overwatch, was kommt, natürlich der Kinofilm, der kommt, und das nächste World of Warcraft Addon, was parallel zum Kinofilm im Juni nächstes Jahr kommt. Ob das jetzt so plausibel ist oder nicht, lasse ich jetzt mal jedem selber überlassen. Sinn machen würde es schon, das Addon da rauszuhauen, wenn dann der Film da ist, wo man dann potenziell wieder neue Kunden ranzieht, die sich dann für Warcraft und World of Warcraft
insbesondere dann interessieren. Ist natürlich nicht offiziell bestätigt von Blizzard, wann das Addon kommt, aber das wäre schon heftig, weil es wurde ja schon gesagt, dass der Raid, den wir jetzt haben, der letzte Raid sein wird. Dann hätten wir ein Jahr lang wieder denselben Content. Ich bin mir nicht so sicher, ob das so cool ist. Schreibt mir mal gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren. Und damit entlasse ich euch auch schon aus diesem, aus dieser News-Sendung. Wie gesagt, schönen Dank fürs Zusehen. Wenn ihr mögt, sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein.